Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Golden Body Personal Training Video. Heute machen wir zusammen zwei Getränke. Es werden zwei verschiedene Eisteas sein. Ich mache dieses Video aus dem Grund, weil mich eine Kundin von mir gefragt hat, was es für Alternativen gäbe, um gesunde Eistees zu trinken oder selbst zu machen. Meine Eistees werden völlig zuckerfrei sein. Natürlich, und ihr werdet wissen, was darin ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Probiert es nachzumachen, sagt mir, wie es herausgekommen ist, und bis gleich. Ersten Tee, dafür haben wir den Apfeltee, Pflaumentee, Blutorangentee und den Pfirsichtee, und wer möchte, kann noch ein wenig Limettensaft nehmen. Ich habe gleich von jeder Sorte einen Beutel genommen. Ich werde die Papierchen hier abreißen, damit wir sie reinschmeißen können. Das wird ein Früchtetee geben, also alles rein. Wer möchte, wie gesagt, einen Schuss Limettensaft. Und dann habe ich schon ein wenig Wasser aufgekocht. Ich werde die Beutel nur ein wenig damit übergießen. Das lassen wir jetzt so stehen und füllen den Krug danach mit kaltem Wasser auf. Auch könnt ihr noch Eiswürfel dazugeben. Nun kommen wir zu der zweiten Variante. Diese Variante gleicht dem Migros-Tee sehr. Den Bergkräutertee, den viele sehr mögen, der hat jedoch sehr viel Zucker enthalten. Darum möchte ich euch eine zuckerfreiere Alternative bieten oder eine gar zuckerfreie. Dafür brauchen wir ich habe zwei Teebeutel genommen von der Pfefferminztee, Lindenblüten und Zitronellenmischung. Ihr könnt auch reinen Pfefferminztee nehmen, das spielt keine Rolle. Das kommt gleich da rein. Dann habe ich einen Schwarztee, da spielt es auch absolut keine Rolle, welchen ihr nehmt. So. Dann kommt ein wenig Zitronensaft dazu. Ihr könnt natürlich auch frischen nehmen. Und für alle, die nicht auf die Süße verzichten können, können noch ein wenig Agavendicksaft nehmen. Das ist eine natürliche Süßungsalternative. Was ihr auch machen könnt, ist mit Stevia süßen. Oder ihr nehmt einen Asugrin-Ersatz, der aber einfach künstlich ist. Könnt ihr dazugeben, auch hier wieder mit heißem Wasser übergießen. Und für ca. 5 Minuten stehen lassen. Ich habe die Tees nun mit Wasser aufgefüllt und das hier ist das Endresultat. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!